Willkommen bei Hovercon, den intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaften. Captain Quark verleiht dem Sieger des Wettbewerbs einen brandneuen Platin-Zoomerator. Ein Platin-Zoomerator? Das sollte Skids Agent doch beweisen, was du wirklich drauf hast, nicht wahr? Wart mal. Meinst du etwas Skid McMax? Ja, Skid konnte nicht kommen. Deshalb sind wir hier, um für ihn einzuspringen. Na, das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir mal sehen. Okay. Unterschätzt uns nicht, Fräulein. Ich bin der beste Hoverboard Fahrer? Keine Ahnung. Aller Zeiten. Man unterschätzt nicht ein wildes Enki. Zack. Blub, 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 blub. So, wir holen uns erstmal das ganze Geld und danach rennen wir gleich hinein. Die Kisten können wir nicht zerstorieren. Zack. Nicht schlimm. Bum, bum. Okay, das war's. Wir nehmen teil. So. Also wir können hübsche Stunts machen, die uns aber momentan nichts bringen. Ich erinnere mich, weil ich habe da in der Probeaufnahme bin ich auch bis hierher gekommen, aber danach nicht weiter. Nicht weitergekommen heißt... Au. Au. Nicht weitergekommen heißt, ich habe da aufgehört. Wegen Technical Difficulties. Aber wir sind fünfter Platz. Also ja, das ist super. Whee! Zack. Danach... Also... Ich hatte die ganze Zeit Schwierigkeiten davor bei dem Scheiß, weil ich dauernd dachte, dass hier ein Fehler im Spiel ist, weil hier etwas fehlt. Hier fehlt... Oh, war das knapp. Hier fehlt die Anzeige, wegen wie viele Punkte man bekommt durch Stunts und so weiter. Dachte ich die ganze Zeit, ich Vollidiot. Und dabei muss man erst einfach mal die Race einmal gewinnen und danach bekommt man's. Wee, wee, wee! Wir sind jetzt dritter Platz, nicht mehr letzter, aber wir haben auch nur noch eine Runde, das Ganze zu machen. Zack, wir ignorieren das da, nehmen das hier, zweiter Platz. Den ersten sehe ich nicht mal, ich frage mich, wie weit der vorne ist. Oder war, ist er da gerade unter mir gewesen? Ah, das war hundertprozentiges Glück! Wop. Hui, hui. Okay. Immer noch zweiter Platz. Wo ist der? Jetzt wäre es wichtig, das zu wissen. Der ist gerade ins Ziel. Okay. Noch einmal. Man hat nur einen versucht, deswegen... Also, man hat nur einen versucht, heißt... Logisch, hat man, kann man so oft probieren, wie man will. Und so oft fahren, wie man will. Aber ich möchte es perfekt schaffen. Das ist jetzt meine Challenge, die ich mir jetzt vor 2 Sekunden überlegt habe. Und jetzt durchziehen werde. Okay, wir sparen so viele Fehler wie möglich. Das heißt, wir versuchen gar keine zu machen. Und ja, die fahren mit Absicht hin und wieder vor die Schnauze hin. Die fahren dann extra langsam, um sich aufzuhalten. Wee, wee, wee! Ah, ich will nicht auf die Schnauze fallen. Die erste Runde ist die schwierigste. Da. Also nicht das russische Ja. Da. Man keinen Boost hat, den man danach bekommt. Hui! Ein Zoomerator, glaube ich, war's. Hieß er. Ups. Wir schaffen das. Wir schaffen das locker. Hopp. Hopp. Hier gab es auch einen Stilpunkt, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar ist unter 1,34 schaffen. Und das heißt mit anderen Worten, ein Perfect Run zu haben. Also jetzt müsste ich theoretisch 26 Sekunden oder sowas brauchen. Für eine ganze Runde, damit ich es bekomme. Und ich glaube, ich habe das eh schon vermasselt. Ja, jetzt sowieso. Zweiter Platz. Oh nee. Komm schon. Ach egal. Nochmal, nochmal. Wir schaffen das jetzt perfekt. Und wenn es das letzte ist, was ich in den nächsten 10 Minuten machen werde. Hopp. Zack. Hopp.
Ich mag den Kerl sowas von nicht, den vor mir. Alter! Haben wir von der Schnauze zu springen. Wow! Wuhu! Nicht fragen, was das war. Ich bin kurz ausgespaced. Ich habe versucht, einen Trick zu machen, aber vergessen, eine Taste zu drücken. Also bin ich einfach rumgelenkt, wie weiß ich was. Okay, hier. Hier braucht man nicht. Habe ich gelernt. Hopp. Hier rauf. Zack. 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 Nicht erwischt. Nicht schlimm. Stilpunkt haben wir genug Zeit zu bekommen. Uah! Weiter, weiter, weiter. Das Wichtigste ist mal Erster zu werden. Der Rest kann man auch später machen. Der Rest wie, keine Ahnung, 10.000 Punkte erreichen. Oder sowas, keine Ahnung. Kann man 10.000 überhaupt erreichen? Man hat 3 Runden Zeit. Die beste Punkteanzahl, glaube ich, die man bekommt, ist 400. Ach, egal. Oh. Oh. Meine Güte, war das jetzt die ganze Zeit knapp. Und da ist der Zielpunkt weg. Nein! Ah! Go, 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 go! Nein! Ah! Verdammt! Noch einmal! No, ich Vollidiot! Wieso muss ich weggucken? Och! Konzentration! Konzentration, Enki! Hör auf, über dieselben Shit zu machen! Und das jedes Mal gleich. Okay, ich gehe diesmal nicht drauf, weil er mich eh nur da oben stört. Hopp. Zack. Hier kann ich minimal abkürzen. Den Boost kann ich nehmen. Ich springe so, um die ganzen Sachen auszuweichen. Zack, zack. Wenig Geld. Aber egal. Hopp. Der Sprung war unnötig und damit habe ich mir einen Boost verpasst. Verpatzt, whatever. Zack. Zack. Und nochmal. Ach. Na gut. Es ist kein Problem. Kein Problem. Wie schon gesagt, das ist alles mit Absicht. Alles mit Absicht. Ich schaff das jetzt. Ich bin so scheiße in den Rennen. Das ist ekelhaft. Deshalb, das davor war ja alles Ironie. Zweiter Platz, aber auch nur, weil der Kerl so ekelhafter ist. Zack, zack. Wow, wow, wow. Bumm, und den auch noch erwischt. Ich weiß nicht, wo er den Schwung herbekommt, der eine, der hier dauernd neben mir rumfährt. Dazu noch machen ihn die Bombenkisten einfach nichts. Keine Ahnung, vielleicht sind die ja... Ist die... Spezies. Einfach, keine Ahnung, explosionsfest oder sowas. Zack. Explosionsfest. Das klingt auch wie so irgendeine Party. Noch einmal. Dritter Platz. Am meisten, ich drücke auf nochmal und es geht weiter. Egal. Wir versuchen das jetzt so zu gewinnen. Ich bezweifle sehr, dass wir das schaffen werden. Nee, das schaffen wir nicht. Nochmal. Nochmal. Okay. Das schaffen wir. Das schaffen wir, bevor ich rage. Bevor ich irgendwelche psychischen Probleme bekomme. Wieso ist er immer schneller als ich? Egal, ob er einen Boost nimmt oder nicht, ob er einen Trick macht oder nicht. Der ist die ganze Zeit schneller als ich. Ekelhafter. So. Schau, jetzt hat er gar keinen Boost genommen. Ich schon. Und der ist einfach knapp hinter mir. Boop. Okay, zack. Zack. Geradeaus drüber gleiten. Diesen Boost nehmen. Hier hinauf. Ich bin jetzt mal 100% konzentriert. Hopp. Oh, schau mal, eine Katze! Okay. Zack. Hui, hui. 100% konzentriert, ich hab's fast vermasselt, ja. Fast vermasselt, hofft. Ah, war das knapp. Hier rauf. Zack. Letzte Runde. Jetzt nicht vermasseln. Jetzt darf ich nichts
darf ich keinen Fehler machen. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache, ist es eine halbwegs perfekte Runde. Perfekt, okay, zumindest erster Platz wäre ich dann. Das war Glück. Ich habe gedacht, ich klatsche jetzt da geradeaus gegen die Mauer. Das ist vermasselt worden. Zack. Zack. Und wegen ein paar Sekunden nicht geschafft, einen Siegpunkt zu bekommen. Hallo, oh, egal. Leute, Captain Quark hier. Es ist mir eine große Ehre, die diesjährigen Sieger der intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaft vorzustellen. Applaus für die Newcomer. Ratchet and Clank. Hey, das sind wir. Als Sieger nehmen Sie heute den brandneuen Profi-Platin-Zoomerator Modell T15 mit. Dieser Hoverboard-Antrieb der Firma Gadgetron bietet mehr Schubkraft, Geschwindigkeit und Steuerungskomfort als alle anderen Antigrav-Produkte auf dem Markt. Tja, Leute, mehr Zeit haben wir leider nicht. Denkt daran, heute Abend den Quark-Klassiker-Kanal auf dem Infobot einzuschalten. Sie zeigen Luftkampf über der Todesschlucht. Mit meiner Wenigkeit. Vielen Dank und einen quarktastischen Tag! Na gut. 1,38. 4 Sekunden. 4 oder 5. Ja, halbwegs. Egal. Hier liegen noch ein paar Bowls rum, die wir uns holen. Und wir kommen später wieder her und versuchen den Rekord zu knacken. Zack. Zack. Nö. Nö. Hier hinten sehen wir das Schiff von Quark. Denke ich mal. Ja, da ist das Schiff von Quark. Das da vorne war nicht Quark. Okay, hier kommen wir später wieder her und können versuchen, das zu schaffen. Oh mein Gott, glaubt ihr, ich kann da eine Abkürzung nehmen? Warte, ich versuche das jetzt. Eine Abkürzung. Wir müssten da, also mit dem Schiff würden wir jetzt nur wieder zum Schiff kommen und dann werden wir diese Runde nehmen. Aber wenn ich jetzt da direkt runterfliege, hinein. Yeah, das funktioniert. Yes. Oh ja. Ich bin so gut. Whee! Wow. Meine Güte, ich habe gedacht, wir sind für immer gegangen. Hier. Hydro-Bearmer. Was ist ein Hydro-Bearmer, Peter? Ich habe es auf Deutsch gestellt. Ich kenne keinen Hydro-Bearmer. Zack. Buff, buff, buff. Wir holen das ganze Geld hier, das zwar nur eins wert ist, aber eins ist besser als keins. Also ist es gut. Zack. Ist hier nichts Böses? Nope. Scheint nichts Böses da zu sein. Hallo? 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 Okay. Jetzt geht's. Mit einem sehr verbackten Geräusch. Zack. Hier rüber. Rauf. Und die hier können wir zerschlagen. Okay. Das ist ein Tutorial, wie man den Hydro-Bearmer benutzt. Deswegen, glaube ich, sind die auch nicht so schnell Gegner. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch nicht strategisch den benutzen, sondern können einfach alles nehmen, wie es uns einfach gibt. Hier ist auch kein Gegner. Nope, ist nix. Wow, nicht buggen. Hier. Wait. Zack. Bumm. Mir gefällt es, dass sie eingestellt haben, auch dass man minimal langsamer geht, wenn man bei Wasser ist. Dass sie in Kniehöhe geht. Hier runtertauchen. Rechts steht, wie viel Luft ich habe und das ist nicht viel. Das wird uns bald mal jetzt schon auf dem Planeten sehr, wie uns heißt logisch mir und Enki, wird das sehr auf die Nerven gehen. Okay. Bumm. Oh mein Gott, ich war mir sicher, dass das zu nahe war. Bumm. Das ganze Geld nehmen wir mit. Und hier runter geht's gleich zum Ort, den ich am meisten gehasst habe. Und ich glaube, die halben Male früher, als ich es als Achtjähriger gespielt habe alleine, glaube ich, habe ich jedes Mal hier aufgehört zu spielen, weil ich mich so aufgeregt habe. Leute, hier ist eine Röhre. Okay, das Problem ist, wenn ich da jetzt drauf drücke, öffnet sich diese Tür und ja, ihr könnt es sehen. Ich versuche jetzt einfach schnell durchzukommen. Zack, zack, zack. Ah! Oh ne, das könnte ein großer Fehler gewesen sein. Oh ne, hierauf, hierauf. Hier füllt sich gerade alles mit Wasser.
Und wenn ich minimal zu lange brauche, ertrinke ich gleich an der Stelle, wo wir hin müssen. Oh ne. Schnell, schnell, schnell. Go, go, go. Oh, die Musik wird auch leise, wenn man unter Wasser ist. Das ist cool. Okay. Rauf. Rauf. Hopp. Hopp. Oh, nee. Oh. So schlecht war das jetzt nicht. Oh, beten. Komm, Luft. Da oben ist die... Nein. Ich sehe die Wasseroberfläche. Komm. Ja. Och, du meine Güte. Das war mir viel zu knapp für meinen Geschmack. Och, du meine liebe, gute Güte, guter Gatter. Zack. Boah, war das widerlich. Ich hasse diese Stelle. Aber ich glaube, das hat uns gleich jetzt weitergeführt zu Quark. Ja, hier ist Quark. Komm. Hey, 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 die Pressekonferenz ist vorbei. Captain Quark will im Wohnwagen nicht von Reportern belästigt werden. Oh, mein Freund und ich müssen den Captain aber in Sachen der galaktischen Sicherheit sprechen. Du meinst du und deine laufende Kamera? Ihr Paparazzi macht mich krank, verschwindet! Aber Sir, Captain Quark wird es bestimmt verstehen, wenn... Nein, nein, Spaß dir, ich weiß doch, wie es läuft. Ihr beschwatzt mich, euch reinzulassen, macht ein Foto vom Captain in Unterhosen oh, und Mann. Dann verkauft ihr es an die Boulevardpresse für Millionen von Bolts! Sie verstehen das nicht. Und ich verdiene dabei 6 Bolts in der Stunde. Und ich muss mir die Predigten von diesem Geizkragen Quark anhören. Deshalb kommt ihr nicht rein, es sei denn, ich kriege einen Anteil im Voraus. Okay, wieder dürfen wir zahlen. Hier. Ah ja, hier ist Ding und so. Die Tür, jetzt könnten wir gleich rübergehen, wollten wir das. Wir können das eigentlich auch gleich machen. Wir können versuchen, den Stilpunkt zu bekommen. Wird nicht leicht werden, wir müssen Perfect Run machen. Bezahlen wir erstmal den Wächter. Wächter mit 4000 Bolts bestechen. Thank you.